Einem Juwel des Handwerks durften wir in der Amstettner Dieselstraße einen Besuch abstatten. Die Dachspenglerei Haberhauer kann man gemeinsam mit dem verwandtschaftlich nahen Dachdeckerbetrieb getrost als Dachzentrum des Mostviertels bezeichnen. Neben den handwerklichen Leistungen ist man dort auch als Präfa-Partner in der Region aktiv. Die Firma Haberhauer Dachdecker und Spenglerei ist 1954 von meinem Großvater schon gegründet worden. Wir sind also jetzt schon mit mir in der dritten Generation. Die Firma ist gegründet worden in Winklern. Und nach 20 Jahren ist der Standort dann gewechselt worden, weil einfach die Platzverhältnisse nicht mehr da waren. Und mein Vater hat dann eben sie da draußen in der Dieselstraße ansässig gemacht. Und mein Onkel, der die Dachdeckerei hat, ist ebenfalls da in der Dieselstraße ansässig. Und in den letzten 10, 15 Jahren ist halt ständig an den Betrieben gearbeitet worden und wir haben sie immer weiterentwickelt. Man kann eigentlich sagen, dass wir sie zum Dachzentrum des Mostviertels entwickelt haben. Alles aus einer Hand ist keine Worthülse, wie man an der üppigen Ausstattung des Betriebes erkennen kann. Der Beruf an sich ist ebenso als umfangreich zu bezeichnen. Ich muss sagen, Spengler ist ein sehr vielseitiger Beruf, was keiner glaubt. Also wenn man es so beim ersten Mal hört, denkt man an Rinnen und Ablaufrohre, das kann ja nicht viel sein, was ein Spengler macht. Es ist aber so, dass wir angefangen eben von den normalen Spenglerarbeiten bis zu den Sandwich-Fassaden, Fassadengestaltungen im Industrie- und im Objektbau nur zusätzlich tätig sind, wo wir ganze Elementhallen aufstellen können. Das heißt, da ist auch sehr viel Know-how notwendig und auch sehr viel CAD-Planung im Hintergrund und Projektvorbereitung und Entwicklung, damit wir solche Projekte eben dann abwickeln können. Das Metier an sich hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Waren es früher eher die Zusatzarbeiten für Tondächer, ist bei der flachen Gebäudebauweise im Privatbereich heute viel mehr von Attika die Rede, wenn nicht gar die komplette Fassade bereits in den Händen des Spenglers bleibt.